Buonasera, meine Schalke-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußball zu einem neuen Video auf meinem Kanal zum Vorbericht für das Sonntagsspiel, das brisante Sonntagsspiel, das Kellerduell. Schalke empfängt den Tabellenletzten, Jan Regensburg. Ja, man kann jetzt sagen, der Vorletzte gegen den Letzten. Wir sehen hier einmal die Tabelle. Ja, wir waren ja auch erst 16. Aber heute Abend hat Eintracht Braunschweig gegen den HSV 3-1 gewonnen und jetzt stehen wir auf dem vorletzten Platz. Und wenn alles schief geht und wir gegen Regensburg verlieren, sind wir Tabellenletzter. Ihr seht das auf die Tabelle. Man muss Angst und Bange haben um unseren FC Schalke 04. So hätte es sich keiner gedacht. Ich glaube, jetzt haben wir den 12. Spieltag, oder? 12. oder 11. Irgendwas. Aber keiner hat damit gerechnet. Das tut weh. Im Herzen aller Fans tut das so weh, Schalke da zu sehen auf diesem Tabellenplatz. Ja, wie gesagt, willkommen zu Regensburg. Regensburg hat ja auch den Trainer entlassen und der Co-Trainer ist eingesprungen und hat, wo er übernommen hat, das Pokalspiel bestritten, 1-0 gewonnen gegen Greuther Fürth, wo wir zu Hause gegen Greuther Fürth 4-3 verloren haben, haben die 1-0 gewonnen und dann haben sie noch 3 Tage später zu Hause gegen Elversberg auch 1-0 gewonnen und haben sich ein bisschen, wie sagt man, wie sagt man, ach, ich komme jetzt, kennt ihr das, wenn ihr auf was kommen wollt auf so einen spezifischen Wort, aber jetzt fällt das nicht ein. Mut getankt. Jetzt haben sie Mut getankt durch die zwei Siege. Ne, kommen sie jetzt mit so eine Brust kommen sie jetzt auf Schalke. Und die wissen ganz genau, Jan Regensburg, der Schalke hat mehr zu verlieren als die. Ja, und bei denen hat der Trainereffekt, denke ich mal, gewirkt. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist die haben die schlechteste Offensive der zweiten Liga und die schlechteste Abwehr der zweiten Liga. Das muss im Hinterkopf bleiben. Die schlechteste Abwehr haben die und die schlechteste Offensive. Die haben nur 5 Tore geschossen. So, wir tun mal Regensburg jetzt mal beiseite. Genug von denen geredet. Wir kommen zu unseren FC Schalke 04 und bei uns auf Schalke gibt es nie Ruhe. Chaos, Chaos. Nächste Woche ist die Mitgliederversammlung und ich denke mal, die Obersten bei uns, die Vereinsführung, bei denen, die zittern alle. Die zittern alle. Da, die haben riesen, riesen Angst vor der Mitgliederversammlung. Ist so, da brauchen wir gar nicht drüber lange zu diskutieren. Deswegen haben sie den Juri Mulder, der ist ja auch im Aufsichtsrat, als Sportdirektor gemacht jetzt auf Schalke. Um uns Fans erstmal zu beruhigen, ey, du bist Eurofighter, einer der alten Garde, da sind viele, du beruhigst die. Klar, Juri Mulder, ey, ist ein lieber Kerl und so, aber für mich eine Marionette. Nicht jetzt im Bösen, ich meine das nicht böse gegen Juri Mulder, aber er lässt sich da benutzen wie eine Marionette. Haben das versucht mit Marc Wilmots, jetzt mit Juri Mulder, Sportdirektor. Co-Trainer Timo Hoogland haben sie von der A-Jugend jetzt hochgezogen als Co-Trainer, um ihn ein bisschen zu unterstützen. Da müsst ihr mal Legenden-Talk sehen, wie Abramczyk sich darüber kaputt gelacht hat. Ja, Abramczyk ist auch voll sauer. Schaut euch mal den Legenden-Talk an. Da lässt auch der Abramczyk mal wirklich vieles raus, weil er auch wütend ist, was da gerade passiert in unserem Verein. Ja, das ist die Chaostage bei Schalke. Das Zittern fängt schon langsam an. Dann Heckeren ist ja jetzt die Nummer 1. Unsere Vorstellung, Spiele in Augsburg und in Ulm, Katastrophe. In Ulm wurde das Spiel noch schön geredet. Das Spiel in Ulm, das Schönste ist, das wurde noch gut geredet. Viele haben ja auch gesagt, boah, Franco, die haben doch gut gespielt, die haben, ey, das sah doch gut aus. Ich sage, ja, wenn das gut aussieht, warum haben wir keine Torchancen uns herausgespielt? Und in Ulm, das gleiche Spiel, eine einzige Torchance. Und das war, wo Jones reinkam.
Und da gab es ja auch wieder wegen Jones, er war fit und er weiß auch nicht, warum der Trainer ihn, Trainer sagt, warum er nicht fit sein sollte. Er sagt, er ist fit. Ja, und heute war die Pressekonferenz. Ey, boah. Ich sag ja, ich mag Holländer. Ich mag die einfach. Die haben eine Art, wenn sie reden, ich mag das wirklich. Wenn ich zum Beispiel Juri Mulder höre, habe ich ja auch reden hören. Ich mag die Art und Weise, ne? Erfrischend und so alles, sag ich mal. Aber wenn ich unseren Trainer da höre, ich habe nichts gegen ihn persönlich. Nochmal an viele, bevor ihr wieder anfängt. Es geht nicht um den Menschen persönlich, ne? Es geht nur um die Art und Weise seines Auftritts als Trainer und so. Da denke ich mir, heute bei der Pressekonferenz habe ich mir vorhin angeschaut, ob er seinen Text noch auswendig weiß. Ja, die Fragen kommen nicht so. Da denke ich mir, ey, versucht er jetzt, was die ihm vorgeschrieben haben, zu sagen, dass er das auswendig gelernt hat? Ich weiß es nicht. Auf die Frage wegen Jones, wo die ihn gefragt haben, ja, aber der Spieler sagt doch, er wäre fit. Da hat er die Antwort, da hat er eine Antwort gegeben. Ich warte noch immer, die Frage wurde gestellt, aber die Antwort habe ich nicht gekriegt, weil er gesagt hat, ja, der kam die letzten 20 Minuten rein, hat auch eine Torchance. Ja, er kam und jetzt habe ich ihn im Training anders gesehen und er... Und auf die Antwort, wo er gesagt hat, aber er war doch fit, warum hast du ihn nicht spielen lassen von Anfang an? Warte, ich denke mal, ich werde noch warten. Aber er wusste auf das nicht zu antworten. Dann kam die nächste Frage. Wegen Verletzten. Wer ist denn noch verletzt? Oder wer sind die Spieler, die noch Fragezeichen stehen? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Hä? Da habe ich gedacht, hä? Wie kann ich nicht sagen? Ja, der will sich nicht in den Karten spielen lassen. Jetzt kommen wieder die, der will sich nicht in den Karten spielen lassen. Was für Karten spielen lassen? Du kannst doch sagen, ja, der ist ein bisschen angeschlagen, bei dem wissen wir noch nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nie gehört von einem Trainer. Kann ich nicht sagen, wer die mit Fragezeichen sind. Okay. Dann kam auch die Frage, sieht er eine energische, sieht er was Positives? Da sagt er tatsächlich, er hat in Ulm was Positives gesehen. Ich will gerne mal wissen, was. Okay, wir haben zu Null gespielt. Eckeren hat uns den Sieg gerettet und wir hatten eine Torchance. Okay. Er sieht auch in dieser Mannschaft viel Energie, aber nicht seit gestern, schon länger. Ey, dann frage ich mich, wo ist diese Energie auf dem Platz, wenn wir spielen? Wo ist diese Energie? Deswegen sagen, guck mir das vor, ob er da sitzt, ob er da wirklich sitzt und das wirklich auswendig gelernt hat, was ihm die Verantwortlichen gesagt haben. Ey, pass mal auf, sag das, aber pass auf, wenn sie diese Fragen stellen. Das ist, weiß ich, mir, sorry, ich sehe das von meiner Seite, habe ich mir gedacht, der musste seine Texte auswendig lernen, was er da sagen soll. Das kam nicht so wie eine Pistole geschossen oder so, das kam mir vor, ob er das sagen musste. Ich weiß es nicht, so kommt mir das vor. Hey, ich rede von mir. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber so kam es mir vor, so rüber. Da könnte ich eine Schlaftablette wirklich nehmen. Ich weiß nicht, wie er diese Mannschaft motivieren soll gegen Regensburg. Weil wenn ich Spieler wäre, der bringt mich, da kann keine Motivation kommen. Da kommt mir, Spieler brauchen jetzt in dieser Situation einen Trainer, der wirklich richtig heiß redet. Die müssen brennen. Am Sonntag müssen diese Spieler so brennen. Und wenn die Tabelle sehen, jetzt, Braunschweig schlägt Hamburg, 3-1, Vorletzter schlägt Hamburg. Und wir kriegen noch nie einmal in Ulm eine Torchance hin. Ja, ich krieg schon grau, ich habe Angst wegen Sonntag, ich habe Angst. Aber ich weiß, wie ich mich kenne,
bis morgen motiviere ich mich wieder und dann Sonntag habe ich gutes Gefühl und dann sitze ich da Sonntag, gucke mir die Tabelle, shit. Ich habe ein murmiges Gefühl, weil alles läuft gegen uns. Und wenn ich dann den Karaman höre, im Interview, habt ihr das Interview gesehen? Dann denke ich mir, bitte, bitte, ihr lernt das nicht, ihr lernt es nicht, ihr lernt es einfach nicht, den Mund zu halten und auf dem Platz die Antwort zu geben. Warum redet er, auch wenn er unser Kapitän ist, aber der Kapitän auf dem Platz, den sehe ich nicht. Ey, bitte, an die Spieler, haltet lieber den Mund. Auf dem Platz müsst ihr das zeigen, nicht vor der Kamera. Vor der Kamera hier, ich stehe vor der Kamera, ich kann auch viel reden. Und wenn ich dann auf den Platz gehe und ich zeige, warum quasselt ihr dann noch? Egal wie negativ ich rede, ne? Weil viele sagen, du redest nur negativ, negativ. Wir haben gerade eine Negativphase. Aber ich hole euch jetzt die positive Phase aus. Wie wir Schalker sind, wie ich bin. Morgen ist Samstag. Morgen glaube ich langsam wieder an den Sieg. Und Sonntag, wenn ich morgens aufstehe, glaube ich sowieso an den Sieg. So, weil wir Schalke sind so, wenn wir ein Spiel verlieren, so ist das meine Gefühlslage. Dann bist du richtig sauer. Meine Fresse, Alter, könnte ich dir alles nur Gurken lesen. Dann kommt ein Tag später, bist du noch immer sauer. Dann kommt der Montag, habe ich mein Live, da quasi ich noch, da bin ich noch immer angespannt. So, Dann kommt der Dienstag. Da bist du auch, liest du, bist du noch immer sauer, richtig angepisst. Dann kommt der Mittwoch, dann bist du noch immer angepisst. Der Donnerstag, immer näher, der Spieltag kommt, ey, da kann vielleicht, egal wie schlecht wir sind, ey, komm, jetzt diesmal müssen das die Jungs packen. Dann kommt der Freitag, bist du schon leicht so euphorisiert, sagst, ey, Schalke, wir geben nie auf. Dann kommt der Samstag. Wenn Samstag dann das Spiel sein sollte, aber ich rede jetzt, wir spielen Sonntag, dann kommt der Samstag, guckst die Ergebnisse, komm, wir hauen die weg. Sonntag, die im Stadion gehen, sind 100% sicher, ja, wir gewinnen. Wir stehen zu unserem Verein, wie ich vorm Fernseher sitze und sage, wir gewinnen, heute gewinnen wir. Und dann sage ich zu meinem Sohn, egal wie schlecht ich bin, aber heute gewinnen wir. So bin ich. Und wir gewinnen am Sonntag. Ist egal wie. Ein dreckiges 1-0 reicht mir auch. Wir brauchen diese verdammte 3 Punkte. 3 Punkte, die brauchen wir am Sonntag. Die sind so wichtig. Nochmal hier die Tabelle. Wir sind Vorletzter. Da muss jemand im Kopf reinkommen. Noch schlechtere Saison als letzte Saison. Wenn wir verlieren, sind wir Letzter. Gehen wir mit als Letzter in die Länderspielpause und dann spielen wir noch. Gegen Hamburg, Paderborn, Düsseldorf, Kaiserslautern. Wo sollen wir dann die Punkte holen? Wenn du jetzt nicht anfängst zu gewinnen, gegen wen willst du dann noch gewinnen? Der Trainer sitzt sowieso im sicheren Sattel. Wenn du jetzt am Samstag gewinnst, sitzt sicheren Sattel. Fahrstuhl, drückst schon mal dritte Liga. Drückst den Knopf, dritte Liga mit dem Trainer. Bam. Und mit der Führung, dritte Liga. Wenn sich da nicht was ändert. Aber an der Führung können wir nichts ändern. Jetzt sind die Spieler gefragt. Egal welcher Trainer an der Linie sind, an die Spieler, egal welcher Trainer da jetzt quasi, lasst den quasi. Ihr müsst für die Fans spielen, ihr müsst für das Stadion spielen, ihr müsst für Gelsenkirchen spielen. Wacht auf, ihr müsst für die Stadt spielen, für die Fans, die auswärts immer für euch da sind. Und die werden am Sonntag auch für euch da sein. Scheißt auf die Führung, Entschuldigung für das Wort. Denkt an die Fans, spielt für die Fans. Für keinen anderen, spielt für die Fans, weil es geht um unseren FC Schalke 04, ganz klipp und klar. Nicht um den Vorstand, nicht um den Aufsichtsrat, weil das sind, die kommen und gehen, aber Schalke bleibt immer. Und wir Fans bleiben auch, egal in welcher Liga es geht. Aber jetzt, verdammte Scheiße, spielt für die Fans, ob euer Leben dran hängt an diesem Tag gegen Regensburg. Ich werde heute auch keine Aufstellung machen, weil dann kannst du 11 Gurken dahinstellen. Deswegen, ich mache gar keine Aufstellung. Ist egal, wer spielt, egal welcher Name da steht, ob ein Kaminski spielt oder ein Mohr, ist egal wer. Die Einstellung ist wichtig. Die Einstellung ist für Sonntag so wichtig. Die Einstellung. Von der ersten Sekunde an müsst ihr die Zuschauer mitreißen von den Sitzbänken.
Ich gehe davon aus, wir gewinnen. Ich gehe davon, ist ein Pflichtsieg. Für mich ist das ein Pflichtsieg. Was anderes akzeptiere ich nicht. Unentschieden akzeptiere ich nicht. Pflichtsieg. Was anderes möchte ich nicht. Ihr seht, ich bin angespannt. Ich bin angespannt. Nicht dieses Lächeln, weil ich angespannt bin für das Spiel. So müssen die Spieler sein. Angespannt. Okay. Viel gequasselt. Ich wünsche euch trotzdem Gottes Segen, euch, eure Familien und Freundeskreis. Schlaf gut. Wünsche euch auch ein schönes Wochenende euch. Und dann drücken wir die Daumen für Sonntag. Daumen drücken. Und viel Erfolg wünsche ich den FC Schalke 04, unserem Verein. Ciao. Glück auf.